Zu Beginn des Neumondes war ich von drei Dingen total überzeugt. Erstens, davon, dass Radu ein Vampir war. Zweitens, dass es mein absolut größter Wunsch war, seinen Kuss zu spüren. Und drittens, dass eine Ohrfeige fällig war. Niemand hatte meine Freunde und mich auf unser Auslandssemester in Transsilvanien vorbereitet. In der Broschüre sieht es etwas anders aus. Das ist nicht euer Ernst. Dieses Semester. Der sieht genauso aus wie du. Ja, und haben fette, hässliche Jungsfreundinnen, die aussehen wie sie? Sie haben keine Ahnung, worauf sie sich eingelassen haben. Draguza! Dein Computerfreund ist da! Ich hatte schon geahnt, dass sie irgendwas Besonderes hat. Und das ging weit über ihren Verstand. Ein furchtbares Ungeheuer streift nachts durch das Schlossgelände. Mit mir passiert irgendwas Komisches. Ist das wahr, Mann? Wahnsinnig aufregend! Ich habe die perfekte Masche, Frauen aufzureißen. Ich erzähle ihnen, ich sei Vampirtöter. Eine Professorin bereitet sich auf den Kampf vor. Sind Sie ein Vampirjäger? Ja, Baby. Und nicht jeder Student. Was ist das? Sind Sie bereit, auf die Jagd zu gehen? Wird das Semester schaffen? Oh! Oh! Oh, fuck! Fuck, so eine Scheiße! Hol dir den Spaß! Lass die Finger von meiner Freundin! Oh, du bist so unglaublich! Der heißesten. Okay! Und frechsten. Moment mal. Ich habe kein Spiegelbild. Vampirkomödie der letzten Jahre. Nimm diesen Flock! College Kids, das andere weiße Fleisch. Na gut, Hände hoch, Vampire! Leg ihn um, er ist der Vampir. Nein, leg ihn um, er ist der Vampir. Ich kann, verdammt, ich weiß nicht, wer ist. Ey, Alter, bist du bescheuert? College Vampires, demnächst.